Was geht ab YouTube? Willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, ist das Vera-Update da. Und mit Vera kam natürlich auch die gute alte Ruby mit ihren Matrizen. Und falls ihr euch noch dran erinnern könnt, haben wir beim Cobalt B Release Cobalt B gezogen. Auf C4 haben wir sie bekommen. Wie die Aufmerksamen schon wahrscheinlich gesehen haben, habe ich aufgeladen. Und das Ziel heute ist es, Cobalt B auf mindestens C5 zu bekommen. Das heißt, wir haben 85 Puls, wir haben mehr. Wir haben ja die Währung. Wir pullen sie einmal bis zu Pity und dann bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir sie nochmal aus dem Shop rauskaufen können. Also C5 ist safe heute. Und dann ist die Idee, dass wir auf Ruby Matrizen pullen. Wir haben 60 Matrizenpulls und ich will unbedingt das Zweier-Set von Ruby für mein Feuerteam und die Waffe würde ich auch noch C1 gerne für mein Feuerteam wollen. Aber Ziel Nummer 1 ist es immer noch, dass wir Cobalt B C5 C6 bekommen. Also wir pullen jetzt auf Cobalt B und hoffentlich kriegen wir sie zweimal, dann muss ich sie gar nicht rauskaufen, aber mindestens einmal sollten wir sie bekommen, damit ich sie C6 habe. Wir fackeln jetzt auch nicht lang rum, wir gehen direkt rein in die Pulls und fangen mit dem ersten Multi an. Boah, ich bin echt aufgeregt. Gucken. Wir können skippen. Haben die Animation geändert? Die war viel flashier als sonst. Aber ja, im ersten Szene haben wir nur einen SR bekommen. Wie ihr wisst, geben wir uns auch mit zwei SRs zufrieden, solange wir auch genug SSRs ziehen. Okay, das ist wieder nur SR. Direkt weiter. SR. Skip. Brauchen wir nicht. Wieder nur ein SR. Ich glaube, ich weiß, woran das Problem liegt. Ich habe was vergessen. Wir müssen Cobalt B auf jeden Fall ausrüsten. Das haben wir auch letztes Mal gemacht. Das hat uns geholfen. So. Das Game weiß jetzt, was wir pullen wollen. Also machen wir weiter. Wir haben schon 50 Flammgold. Wir brauchen 120 Flammgold auf jeden Fall. Mindestens. Wieder nur SR. Nur ein SR sogar. Das war Pull Nummer 40. Wir machen jetzt Pull Nummer 50 sozusagen. Ein Off-PT SSR wäre sehr wichtig für meine mentale Gesundheit. Wir haben bei 50 Pulls 2 SR. Ist okay. Haben wir schon gesagt, ist cool. Aber wir müssen jetzt ein SSR ziehen. Pull Nummer 60. Pull Nummer 60 ist auch useless. Jetzt kommt Pull Nummer 70. Und mit etwas Glück ziehen wir sie jetzt. Sonst müssen wir im Pity oder kurz danach sie ziehen. Oh mein Gott, es ist kein SSR. Es kommt jetzt wirklich auf das Pity an. Wir beten einfach. Okay, wir müssen jetzt unbedingt im Pity ziehen. Wir hoffen auf Cobalt B. Es muss Cobalt B werden. Ich gebe mich mit nichts anderem zufrieden. Wir brauchen unbedingt Cobalt B. Cobalt B C6. Ich hab's nötig. Gib mir Cobalt B, bitte. So, wir wissen ja Bescheid. Es wird SSR, wir sind im Pity. Und jetzt gucken wir, ob wir vor der 10. schon SSR vielleicht bekommen. Letztes Mal war es ja so, dass wir beim 79. bekommen haben. Also, das sind jetzt 2, 3, 4. Pull Nummer 74 ist Cobalt B. Wir haben sie C6. Wir haben sie C6. Wir haben noch Pity. 5, 75, 76, ich bin so happy, aber ich hoffe, 78, okay Hilda, 79, wenn es jetzt wieder Cobalt B ist, muss ich sie nicht kaufen. Oh fuck, ich habe mich verzählt, 79. Es ist wieder Kokolita, es ist wieder Kokolita, aber wir haben Cobalt B gezogen, ich bin so zufrieden. Für die das letzte Video nicht gesehen haben, wir haben in jeder Pity, glaube ich, Kokolita gezogen. Ich habe Cobalt B, glaube ich, dreimal gepult und zweimal gekauft beim letzten Mal. Und ich habe zweimal in der Pity Kokolita gezogen. Wir haben jetzt Kokolita einfach C6. Ich habe sie nicht gekauft, nix. Erstmal das Wichtigste, ne? Und ich bin jetzt sehr zufrieden. Wir kriegen Cobalt B C6. Weil ich kaufe sie mir nochmal raus. Wir haben sie jetzt C5. C6 kaufen wir uns die safe raus. Und ich habe jetzt auch for no reason Kokolita C6. Das ist geil. Aber wie ihr seht, wir haben jetzt Cobalt B C6. Wir pullen jetzt noch auf 120 Flammgold. Aber dafür muss ich erstmal wieder Puls kaufen. Wir gucken mal, was am meisten Sinn macht. Wir machen es einfach mit den Dark Crystals. Wir kaufen uns jetzt einen 10er Pull. SR, Skip. 2 SR wären cool, dann muss ich nicht so viel Einzelne ziehen. Nein. Okay, 4 Puls machen wir noch. Wir haben jetzt genau 120 von der Währung. Wir gehen in den befristeten Shop. Kaufen uns einmal noch Cobalt B raus. Und wir haben sie jetzt endlich C6. Ich bin so zufrieden. Ich hau noch ganz schnell die Matrizen drauf und dann gucken wir, auf wie viel KK ich mit meinem Mainset komme. So, die Matrizen sind drauf.
Für die, die es interessiert, ich zeige es euch nochmal kurz. Shiro Frick, Crow und keine Aktive. Und hier haben wir Crow und Sami. Und wir kommen auf einen KK-Wert von 51.800. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir wollen auf jeden Fall noch die Zweier-Matrize von Ruby. Und Ruby C1 ist noch ein Ziel. Mindestens C1. Am besten mehr, ne? Aber ich will jetzt nicht Unmengen an Geld ausgeben. Ich habe mir jetzt ein bisschen Gedanken gemacht. Ich glaube, es macht am meisten, wenn wir jetzt auf die Matrizen pullen und gucken, ob wir sie hitten. Und je nachdem kaufe ich mir dann entweder die 4 ersten Packs, damit ich so wenige Matrizenpulls wie möglich mir mitkaufe. Oder ich kaufe mir direkt das hier, wenn ich eben die Matrizenpulls dann doch brauche. Also wir gehen direkt rein in die Pulls. So, wir hoffen auf mindestens eine Ruby-Matrize, weil das heißt dann, dass wir sie nur einmal rauskaufen müssen. Wir gehen rein. Wir brauchen die Ruby-Matrize unbedingt, da sie uns Flammenangriff gibt. Und in unserem Feuerset wäre sie dann richtig insane. Direkt SSR. Die ersten 10. Erster Multi-SSR. 1. 2. Ich muss eigentlich gar nicht mitziehen, aber wir ziehen trotzdem mit. 3. Okay, Frostbot. 4. 5. 6. 7. Und jetzt gleich kommt auf jeden Fall eine SSR-Matrize. 8. Wir haben Ruby-Matrize gezogen. Glaube. Ich habe voll viel Luck. Ich kann es gar nicht glauben gerade. Und 10. Wir müssen sie nur noch einmal ziehen. Und zwar in einem anderen Slot. Ich habe übelst Luck. Wir machen mal kein Auge. Wir brauchen sie noch einmal. Vielleicht ziehen wir sie nochmal. Und dann muss ich sie gar nicht rauskaufen. Das wäre wirklich... Das wäre das Beste. Für meinen Geldbeutel. SR. Skip. Brauchen wir nicht. Direkt rein. Okay, nein. Pity. Wir sind jetzt beim Pity. Wir müssen jetzt nochmal Ruby ziehen. Und zwar auf einem anderen Slot als Glaube. Belief bitte dran. Ich belief auch dran. Ich habe ein bisschen auch Angst, aber ich belief trotzdem mal dran. Wir wissen ja Bescheid, es wird ein SSR. Aber wir lassen die Animation durchgehen, denn die müssen wir genießen. Okay, Robark 1. Jetzt können wir mitzählen. 2, weil 10 wird SSR sein. Und falls wir davor ziehen, heißt es, dass wir dann 2 Stück haben. 3, 4... 5, 6, 7, 8. Okay, letzte Chance, Off-Pity-SSR-Matrize zu ziehen. 9, okay, es ist die Pity. Wir brauchen Ruby, bitte. Wir brauchen Ruby. Ja, Mann. Richtig gut. Wir haben jetzt zweimal Ruby-Matrize. Das heißt, wir müssen sie nicht weiterpullen in den Matrizenpuls und wir müssen sie auch nicht aus dem Waffenpuls rauskaufen. Das kann man ja auch einmal. Wir haben sie gezogen für Glaube. Genau. Einmal hier. Und für Mind. Das sind richtig gute Slots. Das sind perfekte Slots, weil ich eben in meinem Feuerset dann hier oben Shiro reinmachen kann und hier unten statt Frick Ruby. Ich habe sie genau da gezogen, wo ich auch die Frick-Matrizen habe. Ich bin so zufrieden. Wer jetzt mitgedacht hat, weiß auch, dass das heißt, dass wir jetzt auf Ruby pullen können, ohne uns weiterhin Gedanken über ihre Matrizen zu machen. Das heißt, wir gehen hier in den Big Grin Shop, kaufen uns das hier, dann das hier. Wir kaufen auf jeden Fall das hier. Und dafür brauchen wir noch 80 und die holen wir uns. Wer das andere Video nicht gesehen hat, da zeige ich euch, wie ihr für euer Geld mehr Tanium und mehr dunkle Kristalle bekommt. Talium kriegt ihr gleich wieder, aber ihr kriegt mehr dunkle Kristalle. Checkt das Video unbedingt ab. Ich mache es jetzt einfach in die Infobox. Ich benutze jetzt das erste Mal. Ich habe euch gezeigt, wie ihr über eine Webseite legal von Tower of Fantasy sogar in Kooperation mehr für euer Geld bekommt. Das mache ich jetzt ganz kurz und dann sehen wir uns gleich. Läuft die Aufnahme noch? Ja. Wie ihr gesehen habt, ich habe gerade auf dem anderen Bildschirm über die Seite alles gekauft und wie ihr es wahrscheinlich gesehen habt, haben wir die Währung in Echtzeit bekommen. Wir müssen nicht mal das Spiel neu starten. Das ist so fucking cool. Und wie ihr gesehen habt, habe ich mir ein bisschen mehr gekauft als 80, weil ich das Gefühl habe, dass wir eh mehr pullen müssen für Ruby. Und holen uns das hier und sind somit auf jeden Fall bis zu Pity versorgt. Wir haben ja auch dunkle Kristalle. Wir gehen jetzt rein. Wir machen jetzt die 6 Singles zu Ende, dass wir auf 20 kommen. Und dann gehen wir rein mit den Multis. Entspannt euch, lehnt euch zurück und genießt. Ich habe mal jetzt die 6 Pulls rausgecuttet. Wie ihr seht, wir sind auf 20 von 80. Ein SR gezogen. Das muss ich jetzt nicht zeigen. Wir gehen direkt rein in die Multis. So. Pull Nummer 30 von 80. Sie auf Pity zu ziehen wäre jetzt sehr nice. SR, skippen wir. Pull Nummer 40, auch nur SR.
Jetzt kommt Pull Nummer 50. Wir müssen sie vor der Pity ziehen, weil so wie wir uns kennen, ziehen wir in der Pity nur Supporter an. Also ich werde jetzt wahrscheinlich wieder Kukulita ziehen, wenn es überhaupt geht. So, ist wieder nur SR, es gibt mir. So, Pull Nummer 60. Danach haben wir noch einen Multi. Und dann sind wir schon bei der Pity. Okay, ist SR. Auch nur einer. Ich krieg nicht mal zwei SRs. Ich glaube, Ruby gönnt mir nicht so sehr wie Kobalt B. Und das macht mir ein bisschen Angst. Pool Nummer 70. Auch nix. Wir können jetzt in den letzten 9 noch SSR auf Pity ziehen. Oder eben nicht. Aber ein SSR ist jetzt garantiert. Wir haben zwei SRs. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir kreuzen die Finger und hoffen auf Ruby. Zumindest auf Pity. Die Animation lassen wir durchlaufen. Die müssen wir genießen. Oh, SSR. Ja, Mann. 1, eine Waffenbatterie, nehmen wir, wenn es sein muss. 2, 3, 4, 5, nicht von der SR baiten lassen, es kommt ja noch eine SR. 6, 7, wenn jetzt keine SR kommt, wird es sehr schwierig mit Off-Pity, SSR. 8, okay, jetzt kommt SR und dann kommt unser SSR. Wir haben keine Off-Pity gezogen, leider. Aber ja, jetzt muss Ruby kommen, es muss Ruby kommen, bitte. Warum Huma? Ich habe sie noch nie gespielt. Hilfe. Ich will nicht Huma. Ich will nicht Huma. Es gibt so viele Waffen, die ich lieber würde. Vielleicht können wir sie ja in unser Feuerteam packen. Ich weiß nicht. Dann würden wir Ruby, Kobalt B und Huma spielen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Wir haben Huma gezogen. Ja. Wir müssen sie jetzt einmal ziehen und einmal kaufen für C1. Wir gehen weiterhin rein. Ich bin mir selber nicht sicher, wie lange wir das noch weitermachen. Sonst machen wir es wie bei Kobalt B, dass ich dann gegen Ende nochmal Ruby ziehe, wenn ich Dark Crystals gespart habe. SR haben wir gesehen, ist nix. Wir gehen nicht rein. Wir müssen Tanium ausgeben. 300 Tanium machen wir nicht. Das wird jetzt ein Cliffhanger, Leute. Tut mir leid. Aber wir haben auf jeden Fall immerhin richtig geil Kobalt B gezogen und Kokolita. Beschweren tue ich mich weniger. Wir haben easy zweimal direkt Ruby-Matrize gezogen. Insane geil. Insane. Insane geil. Übel lucky auch. Aber Ruby haben wir leider noch nicht gezogen. Und der Plan ist jetzt, dass ich eben, bevor Ruby abläuft, beziehungsweise bis Ruby abläuft, mir jeden Tag hier das hier kaufen werde. Wir sparen uns Puls an. Dark Crystals kriegen wir so oder so irgendwie passiv nebenbei. Und dann mache ich noch ein Video. Wir pullen nochmal Ruby. Ja, das ist der Plan. Ich denke, ihr könnt euch damit zufrieden geben. Es waren geile Pulls in Kobalt B und in die Ruby-Matrize. Dann fackeln wir nicht lang rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis hierhin. Lasst mir ein Abo da. Lasst mir auch gerne Kommentare da. Ich lese sie wirklich gern. Und ob euch irgendwas nicht passt oder was euch Spaß gemacht hat. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Checkt auch das andere Video ab, wo ich euch zeige, wie ihr für euer Geld mehr Dark Crystals bekommt. Legal von Tower Fantasy sogar in Kooperation. Und ja, ich fackel nicht mehr lang rum. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.